So, ich wollte jetzt drei Quellen für Bilder vorstellen, die ich in Arbeitsblättern verwenden darf und die ich dann auch weitergeben darf. Und das ist zum einen hier die Seite openclipart.org. Das Interessante an diesen Bildern ist, dass diese ganzen Cliparts und Zeichnungen alle Public Domain sind. Das heißt, ich kann sie sogar weitergeben und verwenden, ohne dass ich eine Quelle angeben muss. Dann habe ich Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist eine Datenbank von Bildern, aber auch Zeichnungen, die im Prinzip die Quelle für die Bilder in den Wikis, in den Wikipedia-Varianten darstellen. Und eine dritte Quelle ist Flickr. Flickr ist ja eine Sammlung von Bildern und das Interessante ist, man kann hier auch speziell nach Bildern suchen, die zur CC-Lizenz gehören, die also Creative Commons lizenziert sind. Und ich glaube, das war diese Adresse. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, hier auch Bilder zu verwenden. Allerdings werde ich jetzt auf Flickr nicht weiter eingehen, weil ich mich ja vor allem um Inkscape und Vektorgrafikbilder kümmern möchte. Aber hier findet man eben auch Bilder, wie zum Beispiel halt zum Thema Auge. Kann man auch suchen. Entweder man findet was in Deutsch oder man sucht halt nach dem englischen Begriff. Das ist immer sinnvoll, bei diesen Internetangeboten auch den englischen Begriff zu verwenden. Da kann man dann einige Augen in groß finden und vielleicht kann man ja auch eins gebrauchen. So, aber gehen wir erstmal hier zu Open Clip Art. Also Open Clip Art wird organisiert über sogenannte Tags, also über Stichworte. Und wenn ich jetzt den Stichwort Eye wie Auge eingebe, finde ich halt vor allem so comicartige Clipart-Bildchen. Aber es lohnt sich durchaus auch mal zu suchen, ob man nicht eins findet, was man für den Unterricht für die Schule verwenden kann. Und da habe ich ja tatsächlich dann auch eins hier gefunden. So, also hier muss man vor allem nach einem Open Clip Art und dann kann man das entweder als SVG runterladen oder dann als PNG, wobei ja mit Inkscape das Ganze bearbeiten, deshalb also Download, an abspeichern und dann in Inkscape öffnen. Wikimedia ist eine sehr umfangreiche Datenbank. Da steht hier 23 Millionen frei nutzbare Medien. Und da habe ich eben neben Bildern auch Zeichnungen drin. Und wenn ich mal nach dem Begriff Ei wie Auge suche, dann finde ich Zungen und habe hier tatsächlich gleich eine Sammlung von verschiedenen anatomischen Zeichnungen. Als kleiner Tipp: Es passiert öfters mal, dass man nicht so wirklich gut ein Bild findet. Und da lohnt es sich, vielleicht sich mal ein Bild zu nehmen, das man da gefunden hat. Und dann hier unten schauen. Und zwar ist ganz unten auf der Seite des Bildes, hier unten sind die Kategorien angegeben. Also hier SVG Files on Human Eyes. Und da kommt man dann in die Kategorien und hat dann eben, egal wie mein Suchbegriff war, eben jetzt genau die Bilder, die alle zum Thema Auge passen. Und da habe ich jetzt auf einmal eine viel größere Auswahl an anatomischen Bildern rund ums Auge. Also, bei Wikimedia Commons geht man am besten so vor: erstmal ein Stichwort eingeben, vielleicht findet man schon das Richtige. Wenn nicht, auf die Bildbeschreibungsseite gehen, ganz unten, wo die Kategorien stehen. Und dann die passende Kategorie aussuchen und gucken, ob man da etwas findet. Eventuell kann man dann noch ein bisschen genauer
suchen, indem man wiederum ein Bild sucht und schaut, ob man da eine passende Kategorie gefunden hat. Und wenn man die passende Kategorie gefunden hat, dann hat man im Allgemeinen eine wirklich große Anzahl an Bildern und die sind überwiegend auch als SVG-Bilder angegeben. Das heißt, zum Beispiel dieses hier, da kann ich das Ganze also herunterladen. Seite speichern unter hier zum Beispiel. Als SVG-Datei ist das ja hier angegeben und dann kann ich das dann öffnen in Inkscape und entweder die Linien entfernen oder vielleicht statt den Kreisen und den Nummern den Text hinschreiben.